Die DHV News vom 26. August 2022. Verkehrsgerichtstag fordert höheren THC-Grenzwert. Das Wissing-Problem. Herzlich willkommen bei den DHV News. Das ist eine wichtige Mitmachausgabe. Ihr müsst da dranbleiben diesmal, bis das Thema kommt. Wenn ihr so pur Aktivisten seid mit null Informationsbedarf, springt direkt über die Sprungmarken in das Wissing-Problem. Da ist nämlich auch die Mitmachsache. Jetzt aber noch ein paar andere Geschichten. Und zwar erstens, schon wieder ist die 213.000 am Start hier im Kanal. Ja, ich verstehe nach wie vor den Code nicht. Warum wollt ihr unbedingt, dass hier die 213.000 ewig und ewig als Abozahl stehen bleibt? Ja, das kann irgendwie doch nicht sein. Also bitte noch mal ein paar Leute hier auf Abonnieren klicken, damit das jetzt hier mal vorwärts geht zur 214 und auch bleibt. Ja, das ist ja irgendwie ein Drama. Mit der 213 macht mich total fertig. Wir haben einige Videos im DHV-Kanal hochgeladen seit den letzten News. Vielleicht auch deswegen, weil ein bisschen ungewohnteres Programm hier, weniger News, mehr andere Videos. Haben vielleicht auch deswegen ein paar Leute deabonniert, ja, keine Ahnung. Vielleicht genau die gleichen, die dann gefordert haben, dass wir die ganze Cannabis-Normalkonferenz möglichst veröffentlichen sollen per Video und jetzt so was machen. Gehen sie alle oder so? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die ganze Konferenz legt euch jetzt zu Füßen sozusagen. Die letzten, die wir hochgeladen haben, waren neben natürlich unserem Zusammenschnitt der Hanfparade 2022 mit ein paar Eindrücken die Canoco-Videos einmal zu wie evaluieren wir den Erfolg. Also ja, im Koalitionsvertrag steht ja drin, wir evaluieren nach 4 Jahren die Legalisierung und was genau das bedeuten soll. Auch darüber haben wir auf der Konferenz gesprochen. Das Video dazu findet ihr im Kanal jetzt hier. Und das Abschlusspanel am Sonntag dann, am letzten Tag der Konferenz, wo wir die Ergebnisse alle nochmal zusammengekratzt haben. Und daraus auch nochmal ein Auszug, wo ich was erzähle zu den internationalen Verträgen aus aktuellem Anlass. Ja, ist natürlich viel Thema jetzt gerade irgendwie, darf und kann Deutschland überhaupt legalisieren wegen internationalem Recht und so weiter. Dazu auch nochmal so ein 5-Minuten-Stückchen als Überblick sozusagen. Alles hier im Kanal, ja, könnt ihr euch ewig und 3 Tage aufhalten hier bei uns. Ja, und abonnieren, klicken. Dann gibt es noch bei der Hanfparade jede Menge neuen Content. Wer dann immer noch nicht gesättigt ist, was Cannabis-Content angeht, der kann sich noch die Reden der Hanfparade angucken. Mittlerweile sind sehr viele online, unter anderem auch meine. Nochmal so ein 5-Minuten-Häppchen auch so zum Thema, ja, lasst euch überraschen, ja, 5 Minuten Georg Wurt auf der Hanfparade. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und zuletzt nochmal ein Hinweis auf ein neues Stück von Arte zur Cannabis-Legalisierung in der ganzen Debatte. Und diesmal mit dem bekannten Der Micha, Michael Knoth, fast alle von euch kennen den wahrscheinlich, hat ja auch einen eigenen Kanal und so weiter hier auf YouTube. Und der ist da insbesondere gewesen wegen seiner Rolle als Cannabis-Patient. Ich hole jetzt meine 90 Gramm Medizinalkannabis einmal im Monat, ja, und das ist einer der wichtigsten Termine bei mir im Monat auch. 3 Gramm konsumiert Michael Knoth am Tag. Ja, stabiler Verbrauch, ja, das ist schon eine Menge Zeug irgendwie, was der gute Kollege da wegmacht als Medizin. Und auch um die Konsumtechnik ging es dann im Weiteren. Um seine Lunge zu schonen, nutzt Knoth ein computergesteuertes Hightech-Gerät, das rund 400 Euro kostet. Auch das bezahlt die Krankenkasse. Ja, computergesteuertes Hightech-Gerät, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, ja, für so einen Vaporizer, aber es handelt sich immerhin um Qualitätsware von Storz und Bickel, made in Germany. Wenigstens das, ja, ist schon ein bisschen Hightech auf jeden Fall. Und zum Schluss nochmal ein stabiles Statement von Micha in dieser Arte-Doku. Ich möchte, dass Cannabis reguliert wird, weil meine Kinder nicht das Gleiche durchmachen sollen wie ich die ganze Zeit, wie ich die letzten 30, 40 Jahre. Egal ob als Jugendlicher, sage ich mal mit 19 oder 20, wenn ich ab und zu am Wochenende mal einen rauchen wollte, was das für ein Act war. Dann aber auch als Patient die ganzen Jahre und es gehört beides reguliert. Und ich möchte halt auch, dass die Kinder nicht anfangen, wie ich damals, irgendwie mit 17 bei zwielichtigen Gestalten Cannabis zu kaufen. Ja, ich möchte, dass sie das mit 18 oder 21 reguliert und überwacht bekommen können. So. Oh, und damit sind wir jetzt mittendrin im Verkehrsgerichtstag. Da war ich nämlich mit Kollegin Maria vom Hanfverband letzte Woche. Deswegen gab es ja auch keine News letzte Woche, weil wir
auf Arbeit waren für euch beim Verkehrsgerätstag und da mit diskutiert haben. Da ging es ja mal wieder um THC-Werte im Straßenverkehr im Wesentlichen. Und ja, ich habe da jede Menge Wortbeiträge bringen dürfen. Ja, man hat mir zugehört da. Und unter anderem habe ich eben auch gesagt, geht nicht nur um den THC-Grenzwert, sondern auch um die ganzen anderen Diskriminierungen, die Cannabiskonsumenten gegenüber Alkoholkonsumenten erleiden müssen oder ja, was da so unterschiedlich gehandhabt wird. Zum Beispiel die Meldungen für Besitzdelikte. Ja, wenn einer mit einem Gramm Cannabis auf der Straße erwischt wird, dann macht die Polizei regelmäßig, also zu Fuß, ja, ohne Fahren, regelmäßig eine Meldung an die Führerscheinstelle. Der Mensch ist mit einem Gramm Cannabis zu Fuß erwischt worden, ja, und die Führerscheinstelle hat dann den Zettel, ja, und das haben die eben bei Alkohol nicht, wenn einer mit einer Bierflasche zu Fuß erwischt wird. Und auch, dass man sofort nach dem ersten Verstoß eine MPU machen muss, bei Alkohol nicht, ja, das sind alles so Sachen, da muss man auch mal drauf gucken. Hier ging es aber nur um den Grenzwert und man hat wirklich gemerkt, wie da die Fronten verhärtet sind zwischen den alten Leutchen da sozusagen, den Konservativen, die alles so lassen wollen, wie es ist, die Cannabis für den Untergang des Abendlandes halten und die denken, dass jeder zweite Mensch ein Verkehrstoter sein wird, wenn wir jetzt legalisieren und wenn wir vor allen Dingen den Grenzwert hochschrauben, ja, was natürlich völliger Blödsinn ist. Jetzt haben wir gerade einen Grenzwert von 1 Nanogramm, der viel zu niedrig ist und wo lauter nüchterne Leute bestraft werden. Vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Ja, was ist denn überhaupt der Verkehrsgerätstag? Und dann nehme ich gleich die Grenzwertkommission noch mit rein. Das ist nämlich eine ähnliche Community oder so, könnte man vielleicht sagen, ja, die Grenzwertkommission hat sich irgendwann mal gebildet aus Fachleuten, um die Bundesregierung zu beraten und ja, in diesen Dingen eben so was wie THC-Grenzwert mitzureden, auch was andere Substanzen angeht zum Beispiel, ja, wie geht man damit um im Straßenverkehr. Das Dumme ist nur, dass da lauter so Leute sitzen, die verdienen an der jetzigen Situation, also lauter Leute, die Labore haben und Urinproben, Blutproben untersuchen auf ihren THC-Gehalt. Und dann die ganzen MPU-Leute zum Beispiel, ja, die sind dann auch massenhaft auf dem Verkehrsgerätstag. Und die haben eben eigentlich ein wirtschaftliches Interesse daran, dass es alles so bleibt, wie es ist. Nun will ich nicht allen da böse Absichten unterstellen. Ja, also zum Beispiel auch der Vorsitzende der Grenzwertkommission hat auf dem Verkehrsgerätstag dafür wirklich sich deutlich massiv eingesetzt, den Grenzwert hochzusetzen, mit seinem Vorschlag 3,5 Nanogramm statt 1 Nanogramm, der jetzt gilt. Also nicht alles böse Leute, ja, aber schon ein bisschen spezielle Community da. Jede Menge Verkehrspolizisten, Verkehrsrichter, Staatsanwälte und sowas, ja. Rechtsanwälte, das waren natürlich noch die, die am ehesten so auch mal für Konsumenten gesprochen haben. Aber wir haben da schon, sind da schon dick aufgeschlagen. Man muss aber sagen, diese beiden Gremien, Verkehrsgerätstag und Grenzwertkommission, haben sich so nebenbei als Lobbytruppe sozusagen an den eigentlichen Gremien vorbei geschmuggelt. Eigentlich soll die Bundesregierung beraten werden durch die Bundesanstalt für Straßenwesen, die auch ihre Experten haben da in dem Bereich, die nicht eben wirtschaftlich beeinflusst sind in dem ganzen Thema. Von daher ist das sowieso eine grenzwertige Angelegenheit, die Grenzwertkommission und so. Aber ja. Es gab also auf dem Verkehrsgerichtstag eine wilde Diskussion über die Frage, soll man jetzt 3,5 Nanogramm empfehlen, muss man dazu sagen, im Blutserum. 3,5 Nanogramm THC im Blutserum. Die meisten anderen Länder messen im Vollblut, ja, auch da wäre eine Angleichung mal schlau. Aber die ganzen vielen sinnvollen Details sind alle ausgeblendet worden, ging nur um die Frage, wird jetzt da ein Grenzwert vorgeschlagen oder nicht? Und soll das 3,5 Nanogramm sein oder mehr? Oder will man sich nicht festlegen? Und das war wirklich eine dolle Schlacht, sich anzugucken da zwischen den 100% Abstinenzern und denen, die gesagt haben, ja gut, bei Alkohol, ein bisschen Rausch akzeptieren wir da ja auch mit 0,5 Promille. Das müssen wir bei Cannabis so ähnlich machen. Zumal Cannabis ja viel weniger Unfallwahrscheinlichkeit erhöht als Alkohol. Da muss man auch mal noch mit dazu sagen. Die Beschlussempfehlung ist am Ende aber so gewesen, dass sie nicht auf die 3,5 eingegangen ist. Und da lese ich mal vor, was jetzt da am Ende gesagt worden ist. Und zwar, der aktuell angewandte Grenzwert von 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum liegt so niedrig, dass er den Nachweis des Cannabiskonsums ermöglicht, aber nicht zwingend einen Rückschluss auf eine verkehrssicherheitsrelevante Wirkung zulässt. Dies führt in der Praxis dazu, dass in einem nicht vertretbaren Umfang Betroffene sanktioniert werden, bei denen sich eine Wirkung im Sinne einer möglichen Verminderung der Fahrsicherheit aus wissenschaftlicher Sicht nicht tragfähig begründen lässt. Der Arbeitskreis empfiehlt dem Gesetzgeber aufzugeben, den derzeit angewandten Grenzwert für die THC-Konzentration von 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum angemessen heraufzusetzen.
Also das ist immerhin eine weitergehendere Positionierung des Verkehrsgerichtstags, als das bisher der Fall war. Grenzwertkommission und Verkehrsgerichtstag haben sich beide schon mal ausgesprochen dafür, das so zu machen, dass man die Definition einer Drogenfahrt bei 1,0 Nanogramm belässt. Aber für das Trennungsvermögen, ob jetzt jemand, wenn die Führerscheinstelle ganz grundsätzlich prüft, darf denn jemand überhaupt ein Fahrzeug fahren, kann der überhaupt trennen zwischen Konsum und Straßenverkehr auf Dauer, dass dafür dann 3 Nanogramm angesetzt wird. Da man da schon verstanden hat, ja, das ist schon eine Weile her, ja, bei 3 Nanogramm, dass man konsumiert hat. Ja, insofern hat man sich nicht direkt nach dem Konsum ins Auto gesetzt. Aber jetzt wird halt gesagt, zum ersten Mal auch von diesen Leuten, 1,0 Nanogramm geht gar nicht. Da werden jede Menge nüchterne Leute bestraft und Führerschein entzogen und so. Wir müssen den Grenzwert hochsetzen. Die haben sich nur eben nicht darauf geeinigt, auf den Wert. Insofern könnte man daraus ausschließen, dass der auch durchaus mehr als 3,5 Nanogramm werden darf. War halt eine heiße Diskussion darum, ob jetzt 3,5 der richtige Wert ist oder nicht. Naja, wäre einfacher gewesen, das durchzusetzen. Ja, wenn diese Gremien sagen würden, ja komm, 3,5 ist der richtige Wert, parallel zu 0,5 Promille Alkohol, ja, dann haben wir ungefähr dasselbe Vorgehen. Ja, das hätte man der Politik einfach vorsetzen können. Die hätten das wahrscheinlich einfach gemacht, ja, weil kein Mensch sagen kann, ja, das ist aber anders. Jetzt müssen die aber selber irgendwie zu einem vernünftigen Wert kommen. Das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, das könnte auch ein höherer Wert bei rauskommen. Und im Grunde ist ja diese ganze Legitimation dieser Gremien fragwürdig. Die haben ja nur empfehlenden Charakter. Manche haben jetzt auch gleich wieder gesagt, wieso haben die da nichts beschlossen? Wieso haben die nicht schon geändert jetzt irgendwas? Ja, die können gar nichts ändern. Muss natürlich der Bundestag machen, muss der Verkehrsminister machen. Das kann ich einfach so ein Gremium machen, was null politische Legitimation hat. Außer, dass es eben Fachleute sind. Ja, und durch das Wegducken ist eben jetzt die Bundesanstalt für Straßenleben gestärkt. Ja, Straßenverkehr, nicht Straßenleben. Die haben jetzt im Prinzip, können jetzt mal ihren Job machen und die Bundesregierung beraten und sagen, ja, 5 Nanogramm ist auch schön, meinetwegen. Wahrscheinlich sagen die auch 3,5. Die Ampelfachleute haben jedenfalls alle gesagt, dass sie was tun wollen am Führerschein-Thema, dass sie den Grenzwert hochsetzen wollen. Die haben verstanden, dass die Leute da diskriminiert werden, nüchtern bestraft werden. Auch Burkhard Plienert hat es diese Woche jetzt direkt nach dem Verkehrsgerichtstag nochmal bestätigt per Twitter, der auch sagt, ja, 1 Nanogramm ist viel zu gering, ja, das muss hochgesetzt werden. Ist also naheliegend, dass der Verkehrsausschuss im Bundestag und das Verkehrsministerium sich jetzt der Sache annehmen, eine Anhörung durchführen und dann einen gerechten Grenzwert festlegen. Bei dem Thema kann die FDP gut Punkte machen, weil die Legalisierung ist ja, da ist das Gesundheitsministerium erstmal federführend, ja, um Cannabis legal zu machen, Fachgeschäfte und so weiter. Da werden die anderen Ministerien, wie FDP, Justiz, Buschmann, die werden zwar beteiligt, aber eigentlich federführend managen den ganzen Prozess, tut eben das Gesundheitsministerium. Aber die FDP hat den Verkehrsminister mit Volker Wissmann und da haben eben die Liberalen die Möglichkeit, sich zu profilieren, das Thema nach vorne zu bringen und zu zeigen, jawohl, wir tun was für euch, wir regeln auch mal ein Problem, ja, wir werden nicht nur beteiligt, wir managen das ganze Thema. Und die stehen auch in der Verantwortung natürlich damit. Leider hat aber Wissing jetzt offensichtlich überhaupt nicht vor, da zu punkten an der Stelle oder die Verantwortung anzunehmen, sondern hat das einfach lapidar von sich weggeschoben. Das zeigen wir euch jetzt mal. Und die Festsetzung dieser Grenzwerte ist nicht Sache des Bundesministeriums. Da gibt es eine Grenzwertkommission, die sich damit beschäftigt. Und am Ende muss die Rechtsprechung die Frage beantworten, bis zu welcher Grenze ist man verkehrstüchtig und fahrtüchtig. Ja, WTF, das ist völliger Quatsch, ja, den der Herr Wissing da erzählt. Klar, bisher wurde natürlich der 1 Nanogramm Grenzwert von Gerichten festgelegt, aber auch nur schon deswegen, weil die Politik sich schon länger vor dem Thema drückt, ja, und irgendwas muss halt festgelegt werden. Da haben die Gerichte halt gesagt, ja, 1 Nanogramm ist ungefähr Nachweisgrenze, noch niedriger können wir gar nicht gehen, weil das dann gar nicht mehr zuverlässig nachweisbar ist, eben technisch gesehen. Und die Politik hat halt einfach einen Kopf in den Sand gesteckt. Ja. Aber der Alkoholgrenzwert wurde auch von der Politik festgelegt. Der steht einmal im Straßenverkehrsgesetz, ja, 0,5 Promille. Und es gibt ja noch andere Grenzwerte bis zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Das steht halt alles da im Gesetz. Ist vom Ministerium vorgelegt worden, vom Bundestag verabschiedet worden, ganz normal, wie sich das gehört. Und genau so muss das jetzt bei Cannabis auch gemacht werden. Ja. Es geht ja darum, irgendwie das Ganze anzugleichen, Cannabis eben als normales Genussmittel zu behandeln und eben alles Mögliche anzugleichen an den Umgang mit Alkohol. So, und jetzt kann er nicht einfach sagen, der Wissmann,
er hat damit nichts zu tun, ja, als Verkehrsminister. Ja, er ist dafür zuständig und das ist wirklich also ein Problem. Wissing, ich vergesse das, ich verwechsel den immer mit dem alten Verkehrsminister Wissmann. Also Wissing, Volker Wissing, der hat sowieso mit Cannabis nicht viel zu tun. Ja, der war auch nicht der große Legalizer, obwohl er ein FDPler ist. Und wir haben also nach dem Lauterbach-Problem, wo ja auch schon mal klar war, okay, wenn der jetzt da wirklich dabei bleibt, da der jetzt dieses Jahr gar nichts machen will, ja, dann wird das nichts mit der Legalisierung. Und dann haben wir schon einen Riesenradau gemacht irgendwie, bis der Lauterbach gesagt hat, ja, komm, ihr kriegt euren Gesetzentwurf bis Herbst, ja, und mein Ministerium soll das jetzt mal machen. Und seitdem flubt das da im BMG. Und wie es aussieht, machen wir nochmal den Karl. Ja, Hashtag Karl am Zug hat wahnsinnig getrendet. Vor ein paar Monaten, als wir da eben mit Karl zu tun hatten. Und jetzt muss Volker agieren. Ja, das kann man so nicht hinnehmen. Ich habe auch mal wieder einen Brief geschrieben. Genau dasselbe Spiel wie beim letzten Mal. Mit meinem Brief an Lauterbach habe ich jetzt Herrn Wissing geschrieben, dass das so nicht geht, da die FDP dafür verantwortlich ist und da er nicht einfach einen Kopf in den Sand stecken kann und einfach weiter Tausenden von nüchternen Leuten da irgendwie einen Führerschein entziehen lassen kann als Verkehrsminister. Ihr könnt gerne euch den Brief nehmen und verändern, wie ihr wollt. Ja, und selber auch nochmal einen Brief hinschreiben. Die Adresse steht ja auch dabei. Oder ihr schreibt halt Mails an Herrn Wissing, vielleicht auch an euren lokalen FDP-Abgeordneten im Wahlkreis, sodass da wirklich mal ein bisschen Druck entsteht an der Stelle. Ja, das ist sonst wirklich ein Problem. Wenn ihr euren Führerschein behalten wollt, wenn ihr da nicht ständig Angst haben wollt und meint, da muss sich was verändern mit dem Grenzwert, ja, dann müsst ihr jetzt handeln. Das werden wir alleine nicht schaffen. Ja, nur mein Brief alleine wird da ganz alleine auf dem Schreibtisch verkümmern. Ja, aber wenn jetzt irgendwie wieder zwei Tage Volker am Zug trendet zum Beispiel und die werden zugeschmissen mit E-Mails und Briefen zu dem Thema, dann tut sich was. Ja, jedenfalls hat das bei Lauterbach prima geklappt. Das Ganze ist zusammen geplant auch mit dem Weedmob auf Twitter. Der ist ja auch immer ein Garant für, es funktioniert, wenn es gut läuft, ja, wenn es gut verabredet ist. Und in dem Fall wird es, glaube ich, auch wieder so sein, dass wir Volker am Zug trenden sehen. Und es geht los direkt nach Release dieser News hier, Freitagnachmittag um 20 nach 4. Einige haben vorher sicherlich schon gepostet, ja, haben den Hashtag schon mal ein bisschen warm gespielt. Und jetzt geht es halt richtig los. Hängt euch in Twitter rein und postet den Volker an. Hashtag Volker am Zug. Erklärt, worum es geht und dass ihr mal sehen wollt, dass er endlich was tut. Und nicht da einfach rumwartet, dass irgendein Gericht in 100 Jahren mal irgendwas dazu sagt. Wenn ihr nicht auf Twitter seid, ja, kommt halt auf Twitter oder benutzt den Hashtag irgendwo anders, wenn ihr wollt. Ja, okay, man kann ja auch in anderen sozialen Netzwerken trommeln, da ist halt nur mit dem Trenden was schwieriger. Also, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt zu dem Thema. Macht mit, schaut auf unserer Seite, guckt euch die Briefvorlage an und vor allen Dingen sofort nach dem News gucken, bis Samstagabend, denke ich mal. Jetzt haben wir zwei Tage geschafft, da war der ganze Samstag auch noch mit drin. Ja, twittern, Hashtag Volker am Zug. Und dann wollen wir mal sehen, ob der wirklich nicht zuständig ist. So, jetzt habe ich noch was aus den USA. Gleich ein paar Nachrichten eigentlich. Als ich die eine Dolle gesehen habe, habe ich noch lauter andere dolle Sachen gesehen. Das ist total spannend. Ich hatte schon erwähnt jedenfalls, dass im November da parallel zu den Midterm-Elections in den USA auch Volksabstimmungen wieder stattfinden. Die machen das ja immer gleichzeitig zu diesen Wahlen, damit viele Leute im Wahllokal sind. Und da war beim letzten Mal klar, 3 US-Staaten werden über Cannabis-Legalisierung abstimmen. Jetzt sind es 5 mittlerweile. Dazugekommen sind noch North Dakota und Maryland. Die haben jetzt auch beides geschafft, sind approved. Die ganzen Unterschriften, die sie eingegeben haben, ja, eingereicht haben, das sind genug Unterschriften. Und das passt alles mit der Sprache des Volksbegehrens. Ja, da ist nichts dran auszusetzen auf jeden Fall. Das steht jetzt on the ballot, also das ist jetzt klar, die werden da abstimmen in 5 Staaten. Und dann gibt es noch ein paar Sonderfälle und ein paar, die noch in Arbeit sind, noch in Überprüfung sind. Das werden also wahrscheinlich noch mehr werden als 5. Das wird also nochmal richtig rappeln jetzt im November und die Chancen stehen sehr gut, weil die Umfragewerte da auch super stehen. Und wo wir da gerade dabei sind, Thema Umfragewerte, da hatte ich mir extra einen Zettel ausgedruckt zum Thema Umfragewerte.
der jetzt irgendwie weg ist. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo mein scheiß Zettel zu den Umfragewerten ist. Sekunde. So, da bin ich wieder. Ja, jetzt habe ich mir schon mal den Luxus geleistet, das Internet auszudrucken. Ja, und habe den liegen lassen. Da ist er. Der Zettel oder die Zettel von Gallup, ein renommiertes Umfrageinstitut in den USA, haben wir wieder festgestellt, dass eine Riesenmehrheit der Amerikaner für Legalisierung ist. Soweit nichts Besonderes. Das liest man fast jede Woche. Das wird ständig von Umfrageunternehmen gefragt. Aber hier fand ich das wirklich spannend, weil die auch gefragt haben, ob die Leute denken, dass Marihuana-Konsum gut für die Menschen ist, die konsumieren, und ob das gut für die Gesellschaft ist. Das ist ja eine verrückte Frage für unsere deutsche Debatte, wo es immer eigentlich nur darum geht, Cannabiskonsum ist riskant und wie doll ist das riskant? Ja, aber wird ja nie gefragt, ja, ist das gut für dich? Ist das gut für die Gesellschaft? Ja, wir haben selber mal gefragt per Infratest DIMAP, ob die Leute Cannabis oder Alkohol für gefährlicher halten. Das kommt der Sache eigentlich noch am nächsten und da war ungefähr halbe aufgeteilt. 2014 oder 2015 muss das gewesen sein. Da haben 20% gesagt, Alkohol ist gefährlicher, 20% haben gesagt, Cannabis ist gefährlicher und der Rest, die 60% dazwischen, haben gesagt, ja, beides gleich. Also total halbe. So, und hier jetzt die Amerikaner, die haben jetzt gesagt, auch halbe, dass Cannabis auf die Gesellschaft insgesamt, der Cannabiskonsum in den USA, einen positiven Einfluss hat, haben 49% haben gesagt ja und 50% nein. Also 1% Marge ist halt im Schwankungsbereich, genau halbe aufgeteilt in der Mitte. Immerhin die Hälfte der Amerikaner sagt, ja, Cannabis, Kiffen ist super für die Gesellschaft. Ja, also unglaublich, das ist ja so, die sind da schon viel weiter in der ganzen Debatte als wir, ne, wo man eben auch über sowas mal reden kann, offen, ja, wo das hier noch voll der Skandal wäre, sowas zu sagen überhaupt. Und der Einfluss auf die Person wird sogar noch positiver gesehen. Das ist ein bisschen eindeutiger. Da sagen 53% der Leute, ja, für die Menschen, die Cannabis konsumieren, denen tut das gut. Und nur 45% sagen, das ist negativ für die Leute, die konsumieren. Auch faszinierend, ja, für deutsche Ohren. Und sehr stark ist das Ganze verbunden mit der Frage, ob die Leute schon mal konsumiert haben selber. Ja, also die selber schon mal irgendwann Cannabis konsumiert haben. Was die Hälfte der Amerikaner ist ungefähr, ja, die Hälfte der erwachsenen Amerikaner hat schon mal Cannabis konsumiert. Und diese, die schon mal konsumiert haben, die sagen 70%, das wäre positiv für die Konsumenten und 66% sagen, das ist gut für die Gesellschaft. 2/3 der Leute mit Konsumerfahrung sagen, ja, Cannabiskonsum ist gut für die Gesellschaft. Und umgekehrt, die eben keine Cannabiskonsumerfahrung haben, da sagen 72%, das ist schlecht für die Gesellschaft und 62%, das ist schlecht für die Konsumenten. Aber immerhin, ja, in Deutschland, wenn man in Deutschland fragen würde, Menschen, die noch nie Cannabis konsumiert haben, ob die das für schädlich halten für die Person, die konsumiert, würde man bestimmt nicht irgendwie nur 62% haben, die sagen, ja, das ist schlecht für die Leute. Na, dann eben die anderen, die sagen, ja, nee, das tut denen schon gut, aber ich habe halt noch nie probiert. Also das sind schon ganz interessante Zahlen, finde ich jedenfalls. Ja, vielleicht schaltet ihr jetzt alle ab, weil ihr dachtet, was erzählt der für einen Quatsch, das ist voll langweilig, aber ich finde das total spannend. Und dann geht es noch ein bisschen weiter und zwar eben, dass 68% für die Legalisierung sind. 2/3 stabil, haben wir schon länger so. Aber dann kommt nochmal der Vergleich mit Alkohol. Und zwar sagen viel mehr Leute, dass Alkohol schädlich ist. Das ist jetzt genau umgekehrt wie beim Cannabis. Da sagen nämlich 3/4 der erwachsenen Befragten, Alkohol ist negativ für die gesamte Gesellschaft. Und 71% sagen, das ist schädlich und gefährlich für die, die trinken. Ja, während ungefähr dieselbe Zahl an Leuten sagt, das ist gut für die Leute, die konsumieren. Also wäre nicht ganz 71%, aber was hatten wir? Immerhin 53% sagen, ja, Cannabis ist gut für die Leute, die konsumieren. Aber 71% sagen, Alkohol ist schlecht für Leute, die konsumieren. Das ist doch mal interessant, ja, das ist eine Sache, das ist hier in Deutschland überhaupt nicht erforscht, was Deutsche dazu überhaupt jetzt zu so einer Frage sagen würden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was anderes bei rauskommen würde als bei den Amerikanern. So, das wollte ich jetzt unbedingt nur erzählen. Und ich bleibe nochmal in den USA und zwar Thema Amnestie. Das ist ja auch hier ein wichtiges Thema. Ja. Jetzt dauert das ja ewig mit der Legalisierung. Auf jeden Fall auch die Entkriminalisierung ist nicht gekommen, wie wir gefordert haben. Jeden Tag werden wieder zig Leute verknackt,
und Hunderttausende von Strafverfahren gehen noch irgendwie ins Land, bevor da irgendwas passiert. Umso wichtiger ist, dass da diese ganzen Betroffenen wenigstens im Nachhinein rehabilitiert werden oder zumindest die ganzen Einträge gelöscht werden, dass die jetzt nichts mehr da irgendwie auf dem Kerbholz haben bei der Polizei sozusagen. Und dazu war eine interessante Nachricht, und zwar im Clark County in Nevada wurden jetzt 1,2 Millionen Dollar freigegeben aus Cannabissteuern, ja, vom legalen Cannabisverkauf, die für drei verschiedene NGOs ausgezahlt werden, die jetzt dafür sorgen sollen, dass diese Verfahren, die Altfälle, automatisch gelöscht werden. Weil bisher musste man in Nevada einen Antrag stellen, damit die Daten gelöscht wurden, irgendwie bei Gericht und relativ kompliziertes Gedöns. Und das haben halt relativ wenig Leute am Ende durchlaufen oder gemacht überhaupt. Und da war das bei sich zu hochschwellig. Da ist da nicht viel passiert. Und deswegen wollten die da jetzt vorwärts machen und gucken, dass das irgendwie anders regeln. Ob die jetzt da diese NGOs ehrenamtlich sämtliche Akten durchblättern und gucken, was man da streichen kann, oder ob die irgendwie Software entwickeln dafür oder was, das weiß ich nicht genau, das war nicht so ganz klar in der Meldung. Auf jeden Fall wollen die eben jetzt auch in die Richtung kommen, dass das von alleine passiert und man keinen Antrag mehr stellen muss. Und das zeigt eben, dass diese Amnestieregeln in den USA total unterschiedlich sind. Ja, ich habe hier schon oft erzählt, dass irgendwo wieder bei den automatisch Amnestiestaaten irgendwo gesagt wird, ja, San Francisco hat jetzt mal eben wieder 50.000 Fälle versiegelt, ja, also manchmal wird gelöscht, manchmal wird versiegelt, sodass man da nicht mehr von außen drankommt, die Polizei da nicht mehr einfach Einsicht hat und da irgendwas draus schließen kann. Aber es gibt eben auch welche, wo man Anträge stellen muss. Insgesamt über 20 US-Staaten haben schon solche Regelungen, dass Verurteilte und Strafverfahren und Verurteilungen gelöscht werden sollen oder versiegelt werden sollen. Über 20 Staaten haben so eine Regelung. Über 2 Millionen Menschen haben davon schon profitiert, aber in weniger als einem Drittel dieser 20 Staaten, also höchstens 6, passiert das automatisch. Und bei den anderen 2 Dritteln muss ein Antrag gestellt werden und ist kompliziert. Und wir fordern für Deutschland natürlich automatisch, ja, sofern das überhaupt geht. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Digitalisierungsproblem, dass man jetzt nur einfach ein Knöpfchen drücken kann oder ob irgendwelche Beamten sämtliche Akten da durchblättern müssen der letzten, was weiß ich, wie viele Jahre. Das stößt vielleicht auch an Grenzen, aber wir wollen natürlich ein so möglichst geräuschlos und einfaches Verfahren und Löschung von Daten, wie das überhaupt irgendwie geht. Jetzt noch eine schöne Nachricht, und zwar nehmen die, dass Cannabiskonsum dieses Risiko reduziert, bestimmte Krebsarten zu bekommen, daran zu erkranken. Bis jetzt gibt es ja eher Laboruntersuchungen mit Zellkulturen, dass Cannabis krebshemmende Eigenschaften haben kann, die Metastasierung zum Beispiel bremsen kann oder eben auch teilweise zum Zelltod führen kann bei den Krebszellen. Aber es gab wenig Studien an Menschen. Jetzt gibt es eine Datenanalyse von über 150.000 Menschen und da haben die Forscher herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen an Nieren- oder Blasenkrebs erkranken und dass tabakrauchende Männer an Prostatakrebs erkranken, geringer ist, wenn die Cannabis konsumiert haben. Also eine Historie, wenn die irgendwann mal Cannabis konsumiert haben, vielleicht auch aktuell noch konsumieren, auf jeden Fall. Wenn da irgendwie Cannabis im Spiel war, ist die Wahrscheinlichkeit, an diesen Krebsarten zu erkranken, signifikant geringer, als wenn sie nicht Cannabis konsumieren. Und sind jetzt so deswegen auch schöne Nachrichten, weil diese Theorie, dass da was dran sein könnte, ja, Cannabis hemmt Krebs, dass da wirklich was dran ist, auch an Menschen und nicht nur im Labor. Natürlich nicht bei allen Krebsarten, nicht bei allen Cannabissorten, ja, das ist nach wie vor ein riesiges Forschungsfeld, aber es ist was dran an der ganzen Nummer. Das ist doch schon mal gut. Und zum Schluss nochmal einen Blick wieder was näher ran hier an uns nach Basel in der Schweiz. Und die Schweizer haben ja gerade ihre Cannabis-Modellprojekte kurz vor der Realisierung. Und in Basel geht es da offensichtlich mächtig vorwärts. Da können sich die Leute schon anmelden. Ja, da gibt es auch einen ziemlichen Ansturm. Da sind in kurzer Zeit jetzt irgendwie über 500 Leute haben sich da schon gemeldet. Die werden ihr Programm locker vollkriegen. Und die haben jetzt eben auch veröffentlicht, was für Cannabissorten dann da verkauft werden an die Leute, in Apotheken übrigens. Die haben da 6 Sorten insgesamt im Angebot, 4 Sorten Gras, 2 Sorten Hasch. 20% ist der Deckel, ja, mehr THC ist nicht. Und es gibt auch eine Sorte, die erreicht diese 20%, nämlich Dieselpollen heißt die. Ja, die haben auch die üblichen fantasievollen Namen.
Und insgesamt haben die unterschiedliche THC- und CBD-Relationen, also mal viel THC, wenig CBD, mal genau ausgeglichen. Und die schwächste Sorte ist Pineapple Train, die 5% THC und 5% CBD hat. Also was ganz Entspanntes. Also ein paar Leute zumindest werden in der Schweiz, im Nachbarland, schneller legales Cannabis erwerben können als wir in Deutschland. Dafür sind wir viel mehr am Ende, wenn wir dann soweit sind und alle auf einmal los können. So, Termine. Düsseldorf. Da läuft gerade die Cannafair. Kollegen sind schon unterwegs, während wir hier die News drehen. Und die erwarten euch am Stand in Düsseldorf auf der Cannafair, am Stand des DHV. Freitag, 26. August bis Sonntag, 28. Oldenburg, Infostand der Ortsgruppe beim Stadtfest. Können wir wieder ein paar Infostände. Die Hamburger Ortsgruppe machen mal eine Demo jetzt. Also mal auf die Straße, Samstag, 27. August, 14 Uhr. Teufelskreis durchbrechen, Hand ist kein Verbrechen. Da war ich auch mal dabei, da sind wir über einen Kreis gelaufen zwischen irgendwelchen Justizgebäuden, haben den Teufelskreis gelaufen so ungefähr. Weiß nicht, was wir so machen, auf jeden Fall. War das witzig, ja, wenn ihr Hamburger seid, geht da hin. Und die Heidelberger Ortsgruppe macht wieder eine hybride Teamsitzung online und face-to-face, Montag, 5. September. Samstag, 10. September in Ludwigshafen, ein Infostand der Ortsgruppe Rhein-Neckar. Und dann haben wir noch in Zürich die Cannabis Business Expo 2022. Samstag, 10. September bis Sonntag, 11. Ich dachte eigentlich, das wäre die CBD-Expo. Müssen wir mal gucken, ob der richtig eingetragen ist, der Termin. Auf jeden Fall so oder so. Ja, Cannabis ist auch CBD und CBD ist auch Cannabis. Und ja, geht da hin, wenn ihr in Zürich seid oder Bock habt auf die Expo nochmal. Das sind dieselben Leute, die Cannatrade machen. Insofern, gemütliche Atmosphäre ist garantiert. Das war's. Ja, also nochmal der Hinweis. Schafft mir die 213.000 vom Hals. Abonniert diesen Kanal. Liked das Video. Drückt die Glocke. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Hashtag Volker am Zug.